Hallo und herzlich willkommen zu unserem Preview- und Sneak Peek-Event hier in Mainz. Wir sind diesmal zu Gast bei Blue Byte, respektive Ubisoft, und die haben uns eingeladen, mal das neue Anno 2205 ausgiebig anzuspielen. Ich habe jetzt erstmal den Spaß, hier im Studio die aktuelle Version für mich alleine in Ruhe anzuspielen. Und dann haben wir nachher noch vier Gäste, vier Leser haben wir eingeladen, die sich auch mit Anno schon beschäftigt haben. Und da sind wir natürlich auf das Feedback gespannt, wie das neue Anno mit den neuen Features, mit den Neuerungen eben auf die Leser wirkt. In einer weit fortgeschrittenen Beta-Version von Anno 2205 können wir die Spielgebiete der gemäßigten Zone und der Arktis ausprobieren. Dank des zügiger angelegten Einstiegs entstehen im Handumdrehen unsere ersten Siedlungen und wir errichten Handelsrouten zwischen den einzelnen Zonen. Nach knapp 3 Spielstunden haben wir es fast bis zur dritten Spielzone, dem Mond, geschafft. Doch jetzt sind erstmal unsere Leser an der Reihe, die sich euch kurz vorstellen. Hallo, der Heiko, 41, Anno-Spieler seit dem ersten Spiel überhaupt. So die ersten Stunden überhaupt war ich direkt im Laden, Anno gezockt und seitdem durch. Mein Name ist Dennis, ich bin 28 Jahre alt und ich spiele Anno in einem sehr ruhigen Tempo und lasse mir gerne Zeit dafür. Also ich bin der Sebastian, spiele allgemein ganz viel Echtzeit-Strategiespiele und bin mehr so der gemächlichere Anno-Typ, aber auch halt auf Effektivität getrimmt. Ja, ich bin der Yannick und bin eigentlich so der Großbauer von den Anno-Spielern. Das heißt, größer, höher, weiter ist immer so mein Motto. Das Spiel mal ausreizen. Zum Einstieg dürfen sich unsere vier Gäste erstmal in aller Ruhe das Studio von Blue Byte anschauen. Dabei stand natürlich die Anno-Reihe im Mittelpunkt, auf deren Erfolg die Entwickler zu Recht stolz sind. Hohe Erfolge erzeugen natürlich auch eine hohe Erwartungshaltung für das neue Anno. Welchen Herausforderungen sich dabei das Mainzer Team stellt und mit welchen Mitteln man die geplanten Features umsetzt, zeigen die Entwickler unseren Lesern ganz offen an verschiedenen Stationen im Studio. So gibt es etwa detaillierte Einblicke in den neuen und frei einstellbaren Tag-Nacht-Wechsel im Spiel und welche Stärken die neue Grafik-Engine aufweist. Danach heißt es für unsere Leser, Anno 2205 eigenhändig auszuprobieren. Wir nutzen hingegen die Zeit, um Dirk Riegert, den Kreativdirektor von Anno 2205, ein paar Statements zu entlocken. Ich denke, wenn man das Multisession-Gameplay einige Stunden und Tage lang verfolgt hat, wird man eben einfach merken, dass die Komplexität sich verlagert hat, eben von der einzelnen Spielsitzung her, wo vorher sozusagen alles drin war, hin zum gesamtheitlichen Spielerlebnis aus mehreren Sitzungen. Also wer jetzt im Endgame mal versucht hat, wirklich dann 100.000 oder sogar 1 Million Einwohner in einer Riesenmetropole heranzuzüchten und dazu dann, weiß ich nicht, in 9 Sitzungen parallel eine riesige Welt aufgebaut hat, die komplett miteinander vernetzt ist mit Dutzenden von Routen, der hat eine Komplexität, die, sag ich mal, dem Endgame von 2070 absolut entspricht. Und zwar auch wichtig, dass der durchschnittliche Anno-Spieler, und das ist ja immerhin die größte Gruppe der Spieler, über die oft wird über Einsteiger geredet, über Experten, aber sozusagen die stille Mehrheit ist eigentlich der durchschnittliche Anno-Spieler und den kennen wir auch ganz gut und dem wollten wir einfach ermöglichen, in der Zeit, in der er Anno voraussichtlich spielen wird, einfach eine größere, epischere, monumentalere Stadt zu errichten, weil das einfach zu diesem Zukunftssetting auch perfekt passt. Ja, das Kampfsystem ist bei Anno traditionell ein kritisches Feature, wo wir sehr viel auch experimentiert haben in der Vergangenheit. Diesmal haben wir aus dem Grund ganz genau nachgefragt bei den Anno-Spielern und da hat sich einfach gezeigt, dass viele das Gefühl hatten, da müsste erneut was Neues passieren und daraufhin haben wir uns entschlossen, verstärkt eben auf optionale Kampfeinsätze zu setzen. Das heißt, die Flotte, die man hat, hängt nach wie vor von der wirtschaftlichen Stärke ab. Also je mehr Sektoren ich habe, je mehr Weltbevölkerung, das ist wie bei den alten Annos, desto mehr Flotte kann ich haben. Und diese Flotten setzt man aber in speziellen Krisensektoren ein, um sie dort eben in militärische Optionen zu führen, wenn man das mag. Wenn man das nicht mag, hat man, wie das bei Anno üblich ist, andere Möglichkeiten, an diese Belohnungen zu gelangen. Also das ist wirklich so, wie der Spieler es möchte. Es gibt eine sehr engagierte Multiplayer-Community. Allerdings ist Anno in seinem Kern eben vorrangig, und das zeigen eben auch
sozusagen, wenn man schaut, was die Spieler wirklich spielen, eben da auch die Zahlen, ist vorrangig ein Solo-Spielererlebnis. Das bedeutet, die Leute wollen eigentlich in ihrem Tempo friedlich voreinander hinsiedeln. Und es ist gerade bei mehrstündigen Partien, wenn jemand dann vielleicht auch merkt, er ist auf dem absteigenden Ast, verlässt einfach ein Spiel, das ist dann eher, kann auch frustrierend dann sein. Es gibt natürlich schon Ideen, was mit der Anno-Serie passieren könnte, aber im Augenblick sind wir natürlich noch voll fokussiert auf Anno 2205, weil das ist wirklich das Anno-Erlebnis, das wir uns halt für den Augenblick als Fortsetzung der ganzen Sci-Fi-Settings vorgestellt haben, und darauf sind wir fokussiert. Aber natürlich gehört es auch, sag ich mal, als Kreativdirektor zu den Aufgaben, schon ein bisschen den Blick vorauszuwerfen, was noch alles passieren könnte, und keine Sorge, das tun wir auch. Die ganzen Neuerungen finde ich insgesamt auf jeden Fall sehr gut. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, deutet darauf hin, dass das mein Lieblings-Anno werden wird. Und es hat auch enorm Langzeitmotivation. Du hast immer ein neues Ziel, was du erreichen möchtest. Und du kannst ja auch dann schnell erreichen. Das Spiel ist sehr schnell. Es macht einfach viel Spaß und ich freue mich jetzt schon auf den 3. November. Also ich finde Anno 2205 schon sehr, sehr gut. Wirklich bis zum Ende testen konnten wir es natürlich jetzt hier nicht, aber das, was wir gesehen haben, war schon sehr gut und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Absoluter Suchtfaktor da. Würde man sagen, Spiel, was man sich auf jeden Fall holen muss. Auf jeden Fall. Macht eine Menge Spaß. Da gehen so einige Nächte und Tage drauf. Auch ganze Setting wunderbar gebaut. Lässt sich wunderbar bauen, gar keine Probleme gehabt. Ich denke mal, da haben auch Einsteiger, die noch nie Anno gespielt haben, weniger Probleme als wir mit 2070 oder 14.4. Passt. Ich hatte das Spiel ja schon vorbestellt, bevor ich diesen Sneak Peek quasi begonnen habe. Und meine Erwartungen haben sich definitiv nicht enttäuscht. Und ich freue mich schon auf den Release-Termin. Für die vier Leser ist Anno 2205 schon jetzt ein Pflichtkauf. Mal schauen, wie es sich am Ende in unserem Test schlagen wird.